Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hightail-Video. Wieder mal eine kleine News draußen hier vom Hightail-Blog. Und heute geht es um Plöcke und besondere Arten oder besondere Sachen, die man damit bauen kann. Und zwar, alles was jetzt in diesem Artikel hier quasi drin ist, wird auf jeden Fall in Zone 1 auftauchen. Die anderen Plöcke und sowas aus den anderen Zonen sind hier drin, jetzt scheinbar noch nicht gecovert, also genau. Lasst uns auch direkt starten mit den schönen Blöcken, die es in der Zone 1 geben wird und die man sich daraus bauen kann. Und zwar gibt es natürlich viele, viele Standardgrundarten wie Steine oder sowas. Und aus einer Workbench, also wie man es auch quasi in Minecraft kennt, kann man sich dann verschiedene Blockarten craften, die man dann natürlich wunderschön verbauen kann. Hier sieht man zum Beispiel, was alles möglich ist, nur aus einem normalen Stein. Ne? Man hat ja so einen normalen Stein, so ein bisschen angebrochenen. Die beiden kennt man ja dann vielleicht noch so ungefähr aus Minecraft. Ich will auch nicht so viel mit Minecraft vergleichen. Ich meine, es wird schon... Die Basis wird ähnlich, aber es wird schon einen großen Unterschied geben. Das sieht man ja auch immer wieder. Und halt zwei schöne Steine, mit denen man wahrscheinlich Säulen oder sowas machen kann. Das wird dann auch wunderschön aussehen. Das hier unten sind alles Sachen, die man aus Holzblöcken und sowas machen kann zum Bauen. Da haben wir dann zum Beispiel Säulen, wir haben hier normale Steine, gerissene Steine, wir haben Treppen, wir haben hier so Mauern bzw. Zäune schon fast eher. Das hier, das müsste ein Steindach sein, wenn ich mich nicht irre, und das auch sowas in die Richtung. Oder Holz- und Steindach, das weiß man nicht so genau. Das sehen wir dann später live in Action auf jeden Fall. Dann sehen wir hier einen guten Einsatz für halbe Steine, Slabs, wie man sie natürlich auch aus Spiel hier bitte Namen eintragen kennt. Die man hier aber auch, ich weiß gar nicht, ob es das in dem Spiel hier bitte an Armen eintragen, das man kennt, ob man die auch hier so an die Wand machen konnte. Das weiß ich gar nicht mehr so richtig. Da ist meine Zeit im Spiel, das jeder kennt, dessen Namen nicht genannt werden darf oder so irgendwie. Ist meine Zeit schon ein bisschen länger abgelaufen. Aber sieht sehr schön aus. Und auch hier wieder, wenn man auf die Details achtet, in dem Video, um die es da gar nicht geht, ich mach mal kurz groß, man sieht wunderbar wieder hier vorne bewegendes Gras, hier hinten die wehenden Büsche, oben die Bäume, die wehen. Es wird ein so cool atmosphärisches Spiel. Und wenn hier dann noch Frösche herumhüpfen, während man baut, das ist, ich glaube, idyllischer kann man sowas gar nicht mehr aufziehen, oder? Hier sieht man zum Beispiel Treppen. Keine Sorge, das hat man ja oben auch gesehen. Das erste, was ich gedacht habe, gibt es die Treppen nur noch in der Form, dass man die quasi gespiegelt dann so eine riesen Eingangstreppe machen kann. Kann man keine einzelnen Treppen machen. Doch kann man, das sieht man gleich weiter unten. Und zwar sind das ja quasi einfach wie in Spiel das Minecraft, dass man die auch um Ecken setzen kann. Und so sieht das dann quasi eben hier aus. Hier sieht man zum wunderschönen die Beams, also die Balken. Das Balkensystem, dass man auch, wenn man quasi eine Säule baut, einen schönen Balken da langziehen kann oder sowas. Da geht es einfach nur darum, jetzt hier zu zeigen, dass die wunderschön glatt abschließen, dass es wirklich aussieht, als würden die da rauskommen oder so. Und nicht, dass die da irgendwie noch dran schweben und so, dass man sich da wieder irgendwas Kreatives basteln muss, damit es so aussieht wie ein Balken, aber es ist kein Balken, ne? Ihr wisst ja, wie das läuft. Es gibt dann auch verschiedene Blöcke oder Steine oder sowas, die quasi dünner sind als normale Steine und besondere Formen haben. Also sie sind quasi kein normaler Block, sondern ihr seht es ja hier, das ist halt quasi dann wirklich eine Mauer. Und das ist ganz cool, die schließt an den Ecken, schließt die komplett glatt ab. Finde ich sehr cool gemacht, da kann man bestimmt geile Sachen mitmachen. Hier sehen wir noch Säulen. Also die geben natürlich dann wirklich den, entweder für einen geilen Palast, einen Babo-Blick. Babo, dass ich das Wort benutze. Oder halt, keine Ahnung, hier sieht man in der Ruine einen Dungeon, das ist, glaube ich, ziemlich cool gemacht. Das wird ein cooles Element sein, was viele benutzen werden. Häuserdächer. Ich habe mich natürlich zuerst gewundert, so über den Abstand und den Radius und alles. Das sieht ja schon sehr witzig aus, weil sie ja nur einen Block gebaut haben, von der Höhe her. Und hier geht einfach so ein Dach hoch, das sieht aus wie so eine Hütte von den Schlümpfen oder sowas, weißt du, so von der Größe. Auf jeden Fall, hier geht es um die Dächer, ne? Es wird wunderschöne Dächer geben, die sich auch quasi dann wie mit Treppen schön verbinden, dass alles auch ordentlich aussieht, hier mit so Dachrinnen und sowas. Und natürlich wird es auch so andere Dächer geben, also Strohdächer, Steindächer und sowas. Das sehen wir gleich noch ein bisschen weiter, das ist echt cool. Efeu wird es geben, das wird richtig cool, die Häuser dann. Es wird alles richtig cool, also kein Stress, keine Sorge, kein Problem. Es wird alles richtig cool. Warum sage ich... Oh Gott, ich bin heute ein bisschen durch. Einmal die Luft rausnehmen und dann gucken wir uns dieses wunderschöne Efeu mal groß. Quatsch.
Auf jeden Fall, Efeu kann man wunderschön an die Häuser anbringen und die dann so in die Umgebung integrieren. Das wird auf jeden Fall cool. Weil das ist dann nicht so, einer hat irgendwas hingezimmert, sondern es ist dann auch über ein paar Jahre schon stehen geblieben. Das gibt diesen alten, abgeschlissenen Look, das ist echt schön. Hier sehen wir zum Beispiel dann, wie schön Deko-Elemente und Blöcke und auch vor allem diese individuellen Blöcke, wie die quasi dann in der Umgebung, im Haus quasi, also die Inneneinrichtung quasi, wie sowas dann aussehen kann. Das sehen wir hier wahrscheinlich einen Schrank. Hier sehen wir natürlich die Halb-Slabs, ne, also die Slabstones, die halben Steine oder was auch immer das ist, an einem wunderschönen Tischsystem. Ne. Und hier oben sieht man auch gut die Säulen und hier sind auch Treppen als Verzierungselemente für den Kamin hingesetzt. Das macht schon einen wunderbaren Eindruck. Hier spürt man, also gerade hier durch diese Dinger, die hier noch drauf sind oder was das ist, das sieht so gut aus. Ich habe erst gedacht, hä, wo sind denn da die Treppen, bis ich erkannt habe, dass das hier die drei sind. Aber sieht wunderschön einfach aus. Also das wird echt cool. Auch hier mit Regal und sowas, das ist cool. Okay. Hier zum Beispiel sieht man jetzt, was zum Beispiel möglich ist, wenn man diese ganzen ausnutzt. Und was jetzt hier sehen ist, was wird gebaut? Ist eine gute Frage. Ich mach groß und wir gucken uns das mal an. Da baut man sich so ein kleines Grundgerüst zusammen und das wird immer größer und dann kann man ja die Elemente setzen mit dem Holz. Bis jetzt immer nur Einserblöcke, ne? Und jetzt kommt das Spannende halt mit dem Strohdach, ein bisschen Efeu dran, wenn man das schön alles verziert und dann die halben Steine dahin und dann hat das Ganze halt unglaubliche Tiefe und es sieht einfach geil aus, oder? Und mit dem Efeu hier links an dem Silo oder was das ist, das sieht ja, ich bitte euch, das sieht ja wohl wirklich aus, als wäre es... Als würde es da schon eine lange Zeit stehen wegen dem ganzen Efeu und einfach episch, also texturalisch einfach göttlich. Und hier geht es jetzt weiter mit coolen Sachen, die man dann baut, natürlich auch cool in Szene gesetzt. So eine verlassene Festung, ne? Hier haben wir noch, ich mach's mal groß, dass man das mal richtig bestaunen kann, das ist der Wahnsinn, hier mit so einer Brücke dahin, ein Wasserfall raus. Also das ist die Bilder von Hytale, die sind wirklich, die haben es echt drauf. Hier haben wir eine Zitadelle. Ich will gar nicht wissen, wie lange die da schon dran gebaut haben wieder. Das ist der Hammer. Stellt euch das mal vor, später in einem späteren Let's Play, wenn wir das hier auf meinem Kanal spielen, wie wir dann in so einer Zitadelle wohnen, die einfach hier so nahtlos in diese Landschaft integriert ist. Und immer wenn wir nach Hause wollen und nur mal kurz schlafen müssen oder sowas, dann müssen wir quasi einfach durch die ganze Zitadelle bis oben in unser Zimmer oder so und dann da schlafen. Das wär schon extrem lustig. Und hier unten noch ein wunderschöner Palast. So ein bisschen im japanischen Stil. Chinesischer Stil. Sieht echt schön aus. Die Fenster, die passen halt echt gut da rein. So mit so Trapdoors oder so ist das, glaube ich, gemacht. Ja, das ist es aber auch schon gewesen von dem Artikel. Das ist echt spannend hier mit den ganzen verschiedenen Blöcken. In der Beschreibung befindet ihr natürlich den Link zum Artikel. Da könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe selbst durchlesen, anschauen und sowas. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Es wird immer spannender. Das kann ich nur allzu oft wiederholen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Hytale News Video wieder. Macht's gut und bis bald.